Servus meine Sportsfreunde, ich heiße euch herzlich willkommen hier auf dem MyProtein-Kanal. Mein Name ist Carmine, ich bin Personal Trainer und Ernährungscoach und heute möchte ich euch meine 5 wertvollsten Tipps mit an die Hand geben, mit denen ihr eure Diät so leicht wie möglich gestalten könnt, ohne Kalorien zu zählen. Also 5 Diet-Hacks für deinen maximalen Diäterfolg. Bevor wir in den folgenden Minuten auf diese Tipps eingehen, möchte ich euch aber nochmal ganz klar den Hinweis geben, dass das Kalorienzählen an sich immer noch die effektivste Maßnahme ist, wenn man seine Diät gestalten möchte, wenn man seine Diät strukturiert planen möchte. Denn nur so wissen wir ganz genau, wo wir uns aktuell kalorisch bewegen und ob wir in etwa unser Defizit einhalten oder nicht. Die Tipps, die ich euch heute gebe, die arbeiten natürlich sehr viel mit Intuition, mit einem bewussten Essverhalten, was sicherlich auch mit dazugehört. Aber gerade in der heutigen Zeit ist das Kalorienzählen und vor allen Dingen das Tracken an sich so leicht wie noch nie. Wir haben kostenlose Apps, die man nutzen kann und euch das Leben einfach sehr, sehr viel leichter machen, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Aber natürlich gibt es auch Leute, die sind einfach nicht bereit, diesen Mehraufwand auf sich zu nehmen und das ist auch nachvollziehbar. Oder viele haben einfach auch nicht die Möglichkeit, Kalorien zu zählen oder genau zu tracken, weil sie zum Beispiel viel auswärts essen oder wenn du zum Beispiel Schüler bist und deine Mutter für dich kocht, dann fällt es dir natürlich auch schwer, das Ganze dann im Nachhinein noch ganz genau nachzuvollziehen. Deswegen meine 5 Tipps. Tipp Nummer 1. Iss mehr Protein. Das ist, glaube ich, einer der wertvollsten Diät-Tipps, den man jedem an die Hand geben kann, der so eine Diät etwas intuitiver gestalten möchte, ohne Kalorien zu zählen, einfach den Proteinanteil in der Ernährung zu erhöhen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wirklich signifikant zu erhöhen. Das heißt, im besten Fall auf ungefähr 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß zu kommen. Vielen fehlt ja erstmal das Gefühl, ja, wie viel ist das denn überhaupt? Ich rate euch einfach dazu, in jeder eurer Mahlzeiten, wenn ihr euch auf 3 bis 4 Mahlzeiten am Tag verlasst, was Eiweißreiches dazu zu essen. Das kann man ganz klassisch in Form von Fisch, Fleisch, Milchprodukten, ganz klassisch hier natürlich der Magerquark, der Könige Frischkäse, Mozzarella, Feta als eher eiweißreiche Milchprodukte. Natürlich kann man das auch über Eier abdecken oder wenn ihr Veganer seid, hier ganz klassisch mit Hülsenfrüchten, Bohnen, Linsen oder auch Tofu, Sojaprodukte allgemein enthalten auch viel Eiweiß. Oder man kann natürlich auch auf ein Eiweißpräparat zurückgreifen, um sich das Ganze so ein bisschen zu erleichtern. Und das ist mit Sicherheit in der Anfangsphase, wenn man von einer eher proteinarm auf eine proteinreiche Diät wechselt, gar nicht so verkehrt, auf so kleine Hilfsmittel wie Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen, um hier einfach den Eiweißanteil zu erhöhen und mit 1 bis 2 Shakes über den Tag verteilt zu arbeiten. Warum sollte man überhaupt den Proteinanteil in der Ernährung erhöhen? Das hat mehrere Vorteile. Zum einen hat Eiweiß den höchsten Sättigungseffekt, das heißt Proteine machen uns sehr viel länger satt als Kohlenhydrate oder Fette. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine sehr gute Eigenschaft, die das Protein hat, dass wir dadurch automatisch schneller satt werden. Und ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt, von allen 3 Makronährstoffen hat Eiweiß den höchsten Thermogeneffekt. Das heißt, bis zu 30% der aufgenommenen Kalorien über Proteine werden wieder für den Verdauungsprozess verstoffwechselt. Das heißt, auch hier hat man unbewusst wieder eine Kalorienersparnis im Gegensatz zu Kohlenhydraten oder Fetten. Das heißt, viel Eiweiß essen, versucht zu jeder Mahlzeit was sehr Eiweißreiches dazu zu konsumieren und ihr habt auf jeden Fall schon mal einen ganz wichtigen Tipp berücksichtigt. Tipp Nummer 2. Das ist ein weiterer sehr wichtiger, sehr wertvoller Tipp, euch möglichst faserreich, möglichst ballaststoffreich zu ernähren. Und wo stecken viele Ballaststoffe drin? Natürlich vor allem im Gemüse und auch im Obst, auch in komplexen Kohlenhydratquellen wie Vollkornprodukten. Aber ich würde versuchen, mich vorrangig auf Gemüse zu verlassen und natürlich auch auf Obst, weil das mit Sicherheit die beiden Lebensmittelgruppen sind, die ein großes Volumen liefern, bei gleichzeitig wenig Kalorien. Und das ist natürlich ein weiterer wichtiger Diät-Tipp. Wir möchten natürlich immer satt sein in der Diät und wie erreichen wir das am besten? Über eine gewisse Füllmenge im Magen. Aber die Füllmenge oder das Nahrungsvolumen korreliert nicht gleichzeitig mit den aufgenommenen Kalorien. Und dementsprechend kann man sich auch das sehr, sehr einfach zunutze machen, wenn man viel Gemüse während seiner Diätzeit konsumiert, um hier einfach ein großes Volumen zu erreichen, bei gleichzeitig wenig Kalorien. Beim Obst dürfen wir nicht vergessen, wir haben auch immer einen gewissen Fruchtzuckeranteil, der je nach Obstsorte auch variiert, etwas höher oder niedriger, ganz klassisch
hier zum Beispiel die Banane mit einem etwas höheren Zuckeranteil und auf der anderen Seite zum Beispiel eher Beerenfrüchte, die einen sehr niedrigen Zuckeranteil haben, dafür natürlich viele Ballaststoffe liefern. Also versucht möglichst viel Gemüse in eurer Ernährung mit einzubauen oder, was ich zum Beispiel auch mache, mit kleinen Helfern zu arbeiten. Einer dieser Helfer ist zum Beispiel Xanthan. Xanthan nutze ich in der Regel, um meinen Protein-Fluff zuzubereiten. Ihr könnt natürlich auch mit Inulin arbeiten, mit Flohsamenschalen. Das sind alles wertvolle Tipps, die ich euch hier mitgeben kann, die wirklich super gut funktionieren, um großes Volumen zu erzeugen bei gleichzeitig wenig Kalorien. Wie so eine Mahlzeit aussehen kann, das werde ich im zweiten Teil euch dann präsentieren, mein Protein Fluff. Da werde ich dann auch mit Xanthan arbeiten und euch zeigen, was man sich da Leckeres zubereiten kann. Aber Tipp Nummer 2 auf jeden Fall, viel Gemüse essen, dadurch viel Nahrungsvolumen erzeugen bei wenig Kalorien und damit seid ihr auch schon mal auf der sicheren Seite. Tipp Nummer 3. Trinken, trinken, trinken. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den ich euch an die Hand geben möchte. Am besten natürlich Wasser, Tee oder auch ungesüßter Kaffee. Alles das, was keine Kalorien enthält. Ihr könnt auch auf kalorienfreie Zero-Getränke zurückgreifen. Zum Beispiel eine Coke Light. Das ist alles gar kein Problem. Ihr braucht euch auch keine Sorgen zu machen, dass Süßstoffe an sich euren Insulinspiegel beeinflussen, wie das häufig immer noch propagiert wird. Das ist nicht der Fall. Genauso wenig wie Süßstoffe krebserregend sind, zumindest laut aktueller Studienlage braucht ihr euch auch hier keine Sorgen zu machen. Wohingegen aber viel Trinken natürlich enorme Vorteile mit sich bringt. Ihr habt auch hier wieder eine gute Füllmenge im Magen. Dementsprechend seid ihr auch hier wieder satt. Es hat eine appetithemmende Wirkung, wenn ihr viel trinkt. Gerade Koffein in dem Zusammenhang hat auch eine appetithemmende Wirkung auf euren Körper. Und somit kann man sich das sehr, sehr gut zunutze machen. Zumal unser Körper auch ein Stück weit verlernt hat, tatsächlich zwischen Appetit und Durst zu differenzieren. Deswegen ein Tipp, bevor ihr was esst, auf jeden Fall erstmal ein großes Glas Wasser trinken, kurz warten, das auf euch wirken lassen und dann die Entscheidung treffen, ob ihr tatsächlich jetzt was essen müsst oder ob ihr euch vielleicht noch ein bisschen gedulden könnt. Aber viel trinken ist definitiv ein ganz wichtiger Tipp. Und gerade so Leitgetränke, die häufig im Verruf geraten sind, haben mir schon so manche Diät gerettet. Wenn ich mal Lust hatte auf was richtig Süßes, gerade im Sommer, wenn es draußen heiß war, da hat mir so ein Glas Coke Zero schon mal das Leben gerettet und kann durchaus auch dazu führen, dass die Gelüste reduziert werden. Dementsprechend viel trinken auf jeden Fall ein weiterer ganz wichtiger Tipp. Tipp Nummer 4. Reduziert entweder eure Kohlenhydrat- oder eure Fettaufnahme. Ich bin tendenziell eher jemand, der versucht, über die Kohlenhydratschraube zu arbeiten. Und ganz wichtig, nicht weil ich der Meinung bin, dass Low-Carb-Diäten besser funktionieren, weil das tun sie de facto nicht. Am Ende ist immer noch die Kalorienbilanz entscheidend. Ja, und ob ihr das über Low-Fat, über Low-Carb macht oder über irgendwelche andere Diätformen, spielt absolut keine Rolle. Hier geht es einfach nur darum, ein Diätmodell zu finden, was für euch am besten funktioniert. Ich habe nun mal die Erfahrung gemacht, dass es mit Low-Carb am leichtesten ist, einfach nur die Reisportion, Kartoffelportion oder Nudelportion irgendwo zu reduzieren am Tag, um dadurch natürlich automatisch schon so ein kleines Kaloriendefizit einzugehen. Also vielen fällt es gerade mit dieser westlichen Ernährung sehr, sehr viel leichter, eine Low-Carb-Diät zu befolgen als eine Low-Fat-Diät. Und das ist so der Hintergedanke dabei. Man kann natürlich auch einen weiteren Schritt gehen und sagen, man versucht sich am Tag auf maximal 1 bis 2 Kohlenhydratportion zu beschränken. Das heißt zum Beispiel morgens zum Frühstück sein Frühstücksbrot zu essen, mittags vielleicht noch eine Portion Reis, Nudeln oder Kartoffeln und dann abends komplett darauf zu verzichten, einfach nur auf Gemüse, auf Eiweiß und auf eine moderate Fettmenge zu gehen. Ich denke, das ist ein ganz wertvoller, wichtiger Tipp, mit dem man bereits sehr gut arbeiten kann. Also einfach zu gucken, dass man einen der beiden Makronährstoffe, entweder Kohlenhydrate oder Fette, ganz bewusst reduziert, während wir natürlich mit dem Protein, wie bei Tipp Nummer 1, hochgehen. Und last but not least, Nummer 5. Als letztes natürlich noch ein Punkt, der gerade mir auch besonders am Herzen liegt und der jetzt nicht klassisch was mit Ernährung zu tun hat, aber mindestens genauso wichtig ist, nämlich sich mehr zu bewegen, sein Aktivitätsniveau zu erhöhen und mehr Sport zu treiben. Das ist ein sehr, sehr unterschätzter Faktor, der eine super wichtige Rolle spielt in der Diät, denn wir wissen, für eine Diät, für eine erfolgreiche Diät, müssen wir ein Kaloriendefizit einhalten. Und wie können wir dieses Defizit erzeugen? Letzten Endes nur über 2 Stellschrauben. Und das ist einmal die Ernährung und das ist natürlich einmal die Bewegung. Und wer schon mal so eine Diät gemacht hat, der weiß erfahrungsgemäß, dass gerade die Stellschraube Ernährung irgendwann anfängt weh zu tun. Umso weiter wir die Kalorien reduzieren, desto schlechter gelaunt werden wir. Irgendwann wird es unangenehm, wohingegen man beim Sport immer noch sehr, sehr viel Spielraum hat zu optimieren.
Wer ein Sportmuffel ist, dem würde ich jetzt nicht raten, direkt in die Vollen zu gehen, mit 3, 4, 5 Einheiten in der Woche einzusteigen, sondern erstmal ganz niedrig einzusteigen, vielleicht mit 2 Einheiten in der Woche, dafür regelmäßig. Das Ganze aber dann noch zu ergänzen mit einem sehr, sehr wichtigen Punkt, für mich wahrscheinlich noch wichtiger als das Sporttreiben im Studio selbst, nämlich das allgemeine Aktivitätsniveau zu erhöhen. Das heißt, alles das, was außerhalb vom Sportstudio stattfindet, sich einfach ein bisschen mehr zu bewegen, häufiger spazieren zu gehen, sich mit Freunden zu treffen in der Stadt, aktiv zu sein, mit dem Hund häufiger mal Gassi zu gehen oder lieber mal die Treppe statt dem Aufzug zu nehmen. Das sind wirklich wichtige Sachen, mit denen ihr euer Schrittziel nach oben setzt, und das ist nämlich ein Punkt, weswegen ich ganz gerne mit so einem Fitness-Tracker arbeite. Nicht unbedingt, weil mir das Gerät am Ende des Tages sagt, dass ich so und so viele Kalorien verbraucht habe, sondern weil es einfach eine extrem geile Motivation ist, wo ich sehe, wie viel habe ich mich heute tatsächlich schon bewegt. Ich habe angefangen mit 10.000 Schritten pro Tag und habe das Ganze dann im Laufe der Diät immer weiter versucht zu steigern. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, weil sich hier ein deutlicher Unterschied zeigt, wie viel man am Ende des Tages verbraucht hat. Die Stunde bis 2 Stunden Sport, die ihr dann pro Tag treibt, an 2 bis 3 Tagen in der Woche, die haben natürlich einen Einfluss, aber das allgemeine Aktivitätsniveau, das ist einfach die Stellschraube, die nochmal viel, viel mehr in Bewegung setzen kann. Das ist der tatsächliche große Hebel, mit dem ihr eure Diät erfolgreich gestalten könnt und dadurch natürlich das Defizit erhöht. Und wir wissen, umso größer das Defizit, desto größer euer Diäterfolg. Deswegen auf jeden Fall versuchen, regelmäßig zu bewegen, aktiv Sport zu treiben, im besten Falle natürlich Krafttraining, weil das so einen kleinen Vorteil hat gegenüber dem Ausdauertraining. Aber am Ende des Tages ist entscheidend, was euch Spaß macht und was euch bei der Stange hält. Und wenn ihr gerne laufen geht oder gerne Cardio-Training macht, dann macht das, dann ist es überhaupt gar kein Problem, solange ihr es regelmäßig tut. Das sind meine 5 Tipps für euch, um eure Diät so einfach und so leicht wie möglich zu gestalten, ohne Kalorien zu zählen. Berücksichtigt diese Tipps und ergänzt gerne noch eure Tipps hier unten in den Kommentaren, damit wir uns gegenseitig so ein bisschen austauschen können. Was hat euch geholfen, eure Diät so leicht wie möglich zu gestalten? Und ja, freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat, und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr für weitere Themen hier behandelt haben wollt auf dem Kanal. Und ich würde sagen, an der Stelle mal ein Tschüss von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Video. Haut rein, Sportsfreunde.